Name ist Jens Vogt und ich freue mich, euch wieder Tipps geben zu können rund ums Fahrradfahren. Heute werden wir eure Koordination testen und euren Gleichgewichtssinn auf die Probe stellen. Alles, was wir dazu brauchen, ist ein bisschen Kreide und ein schöner großer Platz, so wie hier. Unser heutiges Tutorial ist das Wettschleichen. Dafür malen wir uns zuerst einmal eine Startlinie. Und rote Farbe für die Ziellinie. Ihr fahrt dann gleich so langsam wie ihr könnt darüber, ohne dass ihr den Fuß von der Pedale nehmt. Ja? Also es geht nicht darum, wer als Erster da drüben ist, sondern tatsächlich der Letzte heute. Darum geht es uns, okay? 3, 2, 1 und los geht's! Kinder, es war unglaublich toll zu sehen, wie wunderschön langsam ihr fahren könnt. Ein, zwei Sachen noch, die wir vielleicht verändern können. Bisschen mehr geradeaus fahren, ihr seid sehr zickzackig gefahren. Ich hatte schon Angst, ihr fahrt euch gegenseitig ans Rad. Vielleicht, um noch langsamer zu fahren, könnt ihr die Bremse leicht angezogen lassen, dass ihr immer diesen leichten Widerstand an der Bremse habt, dass ihr langsam fahren könnt. Und wir wollen versuchen, die Fuß nicht auf den Boden zu setzen. Wir wollen ja fahren und nicht rollen. Und ich glaube, wir machen nochmal einen Durchgang, wo ihr alles umsetzen könnt. Seid ihr denn bereit für einen weiteren Durchlauf? Ja. Wunderbar. 3, 2, 1 und los geht's, Kinder. Im heutigen Tutorial haben wir euch gezeigt, wie einfach es ist und wie viel Spaß es macht, den Koordinationssinn zu trainieren und das Gleichgewichtsgefühl zu verbessern. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachmachen zu Hause. Und Mika, was sollen wir noch sagen? Abonniert den Kanal und lasst ein Like da!